Hier kommt heute auch mit Mikrofon der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, meine Damen und Herren. Ja, also, wunderschönen guten Abend. Also, ich hatte hier den Popschutz, hatte ich noch nicht desinfiziert. Deswegen musste ich noch mal kurz zurück und habe ihn gewechselt. Das war der Hintergrund. Also, ja. Sehr schön. Ja. Also, freue mich jetzt hier zu sein. Also, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt Maischberger oder Ilna oder was. Also, ich komme da immer durcheinander. Also, weil ich habe auch mit Frank Plasberg habe ich eine WG und da bin ich gerade hergekommen. Ja. Herr Lauterbach, freuen Sie sich über die momentanen Lockerungen nach den ganzen Monaten der Einschränkungen? Absolut. Also ich kann nur sagen, ich freue mich unglaublich. Also vor allen Dingen nochmal in das Lieblingsrestaurant von mir zu gehen um die Ecke. Also aber ohne Salz. Also ich esse immer ohne Salz. Das ist so wichtig. Die letzten Berührungspunkte mit Salz, die hatte ich also 1973 bei den Bundesjugendspielen vom großflächiger Salzränder unter meinen Armen. Also, ja, ekelhaft. Nee, ist so. Also, aber ich möchte die Zeit natürlich auch nicht verharmlosen. Das darf niemand, sollte das tun. Das wäre ein absolutes No-Go. Das war übrigens Howard Englisch. Und das sollte niemand tun. Ja. Wie hart war denn für Sie persönlich die Zeit des Lockdowns? Sie haben das ja sehr konsequent gemacht, aber in Ihrem Job sicherlich nicht ganz einfach. Das stimmt, also für jeden war das eine Herausforderung, also vor allen Dingen ich hatte ja immer eine Doppelbelastung und ich war so ständig am Pendeln. Ja? Zwischen der Bundeshauptstadt Berlin und Ihrem Wahlkreis in Köln? Nee, eben zwischen Maischberger und Land. Ne? So. Ach so. Andere Länder haben ja auch andere Konzepte gehabt. In Schweden zum Beispiel gab es dieses vielbeachtete schwedische Modell. Was halten Sie von diesem schwedischen Modell? Also ich muss sagen, also Frau Frau Kunz, also ich kann nur sagen, also das einzig schwedische Modell, von dem ich etwas halte, das ist also der Volvo V60. Also sonst eigentlich nichts. Ja? Muss ich wirklich sagen. Ja? Sie haben ja den Ruf sich erworben des ewigen Alarmierers, kann man sagen, und des Warners, der immer zur Vorsicht warnt. Ja, können Sie das nachvollziehen, dass die Leute das tierisch nervt? Ja, also Herr Maischberger, Sie sprechen es an. Also ich muss natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, müsste eigentlich also die Luca-App Karl-App heißen. Ja, also ne, genau so. Ja, ist kommt also, noch was, oder? Nee, aber ja, ich gut. Also, nee, aber jetzt. Nee, ich bin beeindruckt also von dieser Atmosphäre. Diese Stille sorgt natürlich auch dafür, dass immer weniger Aerosole sich ausbreiten können. Das ist natürlich sehr wichtig. Also ich muss an der Stelle auch mal lobend herausstellen. Also nicht jeder denkt so mit wie Sie. Also ganz toll. Aber jetzt mal im Ernst, vielen Leuten geht dieser Alarmismus doch wirklich auf die Nerven. Lauterbach warnt vor der ersten Welle, Lauterbach warnt vor der zweiten Welle, Lauterbach warnt vor der Dauerwelle. Ja, irgendwann muss man denn ständig versuchen, die Leute zu erziehen? Man muss es nicht, aber ich mache es halt. Nee, also ganz ehrlich, also ich als Bundesgesundheitsminister, also als Gesundheits-Heini von der SPD, ich fand schon, dass ich, also wer hat am Ende immer recht? Ja, und deswegen finde ich schon, das war von mir einer schon... Einer Lauterbach. Nee, den auch. Nee, der ist ja bei woanders, bei Edeka ist der ja. Nee, also ich muss sagen, kurzer Schwächeanfall, es geht schon wieder. Also, komm. Nee, ich muss sagen, das war von mir, ganz ehrlich, kann ich nur eindrücklich sagen, das war von mir ein stabiler Boss-Move. Ein was? Das war ein stabiler Boss-Move. Was ist denn das wieder für ein Quatsch? Ja, keine Ahnung, aber ich habe das auf TikTok gesehen. Ja. Ja. Wunderbar, das ist ja toll. So, ja. Werden Sie denn weiterhin so oft im Fernsehen auch zu sehen sein? Ja, Stefan Kunz, also auch sehr toller Trainer auch, also... ja, tatsächlich. Und ich denke, heute Abend in Hofheim kann ich es verraten. Es gibt ein neues Fernsehengagement mit mir.
Und zwar, ich kann es verraten, ich bin das neue Jurymitglied bei DSDS. Was machen Sie da genau? Ich habe mir gedacht, also wenn Lukas Podolski also beim Supertalent der Jury sitzen kann, dann kann ich auch bei DSDS. Und ja, wir sind quasi mittendrin statt nur dabei. Also ich kam auch gerade hier von dem, also ich glaube Casting sagt man. Ja, also wirklich beeindruckend, was man da so sieht. Also da war es zum Beispiel eine junge Dame, bauchfrei, und hat Shakira performt, ihren Welthit. Shakira? Genau. Dieses, welches Lied denn? Dieses le. Ne? Kennen Sie das? Wie geht das? Das geht also dieses le. Also ich finde den Text auch sehr schön, also muss ich sagen. Also, ja, okay. Gut, aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Warnerei. Vor was warnen Sie aktuell? Was ist... Ich warne also vor der Pandemie, ich warne vor Essen mit Salz und ich warne vor den hohen Parkgebühren am Frankfurter Flughafen. Ja, also. Ja. Was war jetzt nochmal die Frage? Gut, ja. So. Okay. Wann geht das los mit DSDS? Ja, also ich bin gerade aus Köln gekommen, hier auf dem Studio und wirklich, wie gesagt, beeindruckend, die Dame, die ich gerade angesprochen habe, wobei... Ich habe das ein bisschen kritisch gesehen mit dem Bauchfrei. Ne? Also ist natürlich auch exponentielles Wachstum der Wahrscheinlichkeit, dadurch eine Blasenentzündung zu bekommen, habe ich auch mitgeteilt. Und insgesamt, wenn die dann dieses hohe C singen, muss ich sagen, ich habe hohes C lieber im Orangensaft. Also von daher, aber das geht drin, ich bin voll dabei, ich habe Bock, wie man sagt. Und also ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ja. Meine Damen und Herren, Karl Lauterbach. Danke.